play. It's a nice day, baby, take your top off, come to the right bay. I know what your friends say, but they don't know you're a pill. Just give me one day, I'll teach them girls how to... Guten Morgen. All right, girl. Daniel versucht wie Adam zu sein. Das hat er nämlich immer gesagt. Ich sehe blauen Himmel, keine Sonne, aber ein bisschen blauen Himmel. Ich habe krasse Kopfschmerzen. Also, auf jeden Fall, gestern war leider ein kompletter Fail. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, wir waren auf der Revolve Party und es war mega cool. Aber nein, hat alles nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Wir waren im Isabel, das war auch mega schön, super lecker. Oh mein Gott, ich habe das wirklich jetzt, das beste Salmon Tartar meines Lebens gegessen. Oh mein Gott, dieses Lachs Tartar war so abnormal gut. Ich habe Brussels Sprouts gehabt, also Rosenkohl, der war, also war okay, aber jetzt mochte ich irgendwie nicht so gerne, habe ich kaum was von gegessen, aber das Salmon Tartar, oh mein Gott, es war so gut. Und dann hatte ein Steak, es war auch mega lecker, meinte er. Die Drinks sind auch richtig krass, aber sehr teuer. Also Isabel ist schon wirklich teuer, finde ich, weil da kostet wirklich mal so ein, wenn ihr zum Beispiel ein Hauptgericht nehmt, so ein Pasta oder sowas, kostet da irgendwie $38. Das finde ich schon krass für ein Gericht. Wenn man dann noch Vorspeise nimmt und einen Drink, ist man halt schnell über 100 Euro, also $100, ganz, ganz schnell über $100. Aber für einen Date oder so ist es richtig schön. Also wenn ihr euch mal einen schönen Abend machen wollt und ein bisschen Geld ausgeben wollt und schön und lecker essen gehen möchtet in einer tollen Location, kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann sind wir mit dem Uber, weil ich auch oft gefragt werde, was für Transportation-Mittel es hier gibt. Es gibt zwar auch einen Bus, der fährt auch sogar nach Santa Monica von hier. Den habe ich aber noch nie benutzt, weil viele auch immer meinten, der ist ein bisschen sketchy und da fühlt man sich nicht so wohl. Aber ich bin mir sicher, dass der völlig okay ist, wenn man tagsüber den nutzt mit einer Freundin oder Freund zusammen, ist das bestimmt okay. Ist halt mega günstig. Ich glaube, das kostet $2 oder 5 oder so. Ist richtig günstig. Ansonsten, wir fahren eigentlich mit dem Uber oder Lyft hier rum, also mit der App. Uber ist halt auch viel, viel günstiger hier als bei uns in Deutschland. Man kriegt, wir haben gestern zum Beispiel $6 für die Fahrt gezahlt oder für die Fahrt zum Isabel $3,90, weil das halt hier gleich um die Ecke ist. Aber selbst zum Club haben wir dann nur $7 gezahlt oder so. Ja, wie immer sind wir dann zum Avenue gefahren und das Lustige ist, ich kenne diesen ganzen Komplex da noch nicht, das ist alles relativ neu, ich glaube, es ist jetzt so ein Jahr alt. Diese ganze Tao Avenue Gruppe, die es ja auch aus New York gibt, ich glaube, das ist die SBE Gruppe oder so, oder SLS oder sowas, die ist jetzt auch in L.A. und ich war vorher halt noch nie da. Mega geile Location auf jeden Fall in Hollywood, richtig, richtig schön gemacht bei dem Dream Hotel. Und der Revolve Award war im Dream Hotel und direkt daneben ist das Avenue. Wir sind aber dann erst so ein bisschen gegen 11 oder so gekommen, also eine Stunde später, weil wir dachten, ja komm, die sind auch, ich habe auch bei Instagram geschaut, bei Insta-Story, die waren irgendwie alle noch da bei dem Award. Und dann ist da eine mega fette Schlange gewesen. Also die ging wirklich komplett um das Gebäude rum. Bestimmt 150 Leute in der Schlange oder so. Und wir schon so, oh mein Gott, scheiße ey. Und dann vor uns schon Leute, die alle mit auf, alle auf Gästeliste. Das ist so ein bisschen ein Problem in L.A., muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man in die Clubs geht. Es ist nicht so ein bisschen wie bei uns, wo man einfach, wenn man Geld zahlt, kommt man rein oder man stellt sich an, sondern man muss eigentlich trotzdem auf der Gästeliste stehen. Und am besten versucht ihr irgendwie Promoter kennenzulernen, ist es einfach so. In L.A. läuft alles über Promoter, wir haben das in Deutschland nicht, aber es ist ein bisschen ein komisches System hier. Aber wenn man es erstmal versteht, dann geht's. Naja, auf jeden Fall haben wir dann überlegt, so, ob wir uns anstellen sollen. Wir sagen, okay, ist ja doof, ich bin ja da eingeladen. Wollte ich zumindest einmal kurz Hallo sagen, weil das dachte ich, ist sonst irgendwie auch unfreundlich. Naja, dann haben wir da irgendwie bestimmt 14 Minuten gewartet oder so. Bis tatsächlich, es ging nichts voran irgendwie oder ganz wenig und vor uns, hinter uns waren wirklich, es waren so viele Blogger da, auch so viele, die man kennt und Leute wurden wirklich, sind nicht reingekommen. Also nicht mal die, die einen Award gewonnen haben, sind reingekommen. Es war richtig krass. Ich glaube einfach, dass es zu klein war. Also ich glaube, das Avenue ist nicht so groß, der Club. Und das, die haben einfach niemand mehr reingelassen, niemanden. Und dann haben wir immer gedacht, ganz ehrlich, ist doch völliger Scheiß. Und dann sind wir in die Bar nebenan gegangen, in die Hotelbar quasi vom Dream Hotel. Das ist mega schön. Ich weiß, ich glaube, das ist auch neu. Also kannte ich vorher auf jeden Fall auch noch nicht. Und das war so lustig. Irgendwie kam aber mal Steve Aoki kam rein. Und ich erzähle das, weil Julia und ich haben vor, weiß nicht, 3-4 Jahren, als Julia mal in L.A. war bei mir und mich und Nina besucht hat, waren wir nämlich vom One Oak und haben so einen Typen kennengelernt. Und wir waren so überzeugt, dass es Steve Aoki ist, der DJ. Aber er meinte, er ist es nicht. Wobei, erst meinte er, ist es, dann meinte er, ist es nicht. Wir wissen es bis heute nicht. Ich glaube nicht, dass das war. Das war irgendwie noch mega ähnlich. Aber gestern habe ich den echten gesehen. Und dann war A$AP Rocky da. Und wir haben so viel, also ich weiß, manche interessiert es immer, manche finden das immer voll nervig, wenn ich erzähle, wenn ich gesehen habe. Aber ich habe dann gestern an einem Tag bestimmt mindestens 15 Leute gesehen, die bekannt sind oder so. Und das Lustige ist Rory Kramer, das ist ja so ein, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist Videografer, also sozusagen, der macht richtig, richtig, richtig geile Videos. Er hat zum Beispiel von Chainsmokers die ganzen Videos gemacht, mit der Schrift und so auch drauf. Und den, mit dem habe ich mal ein bisschen geschrieben, weil ich wissen wollte, was der für eine Art nutzt zum Bearbeiten. Und der ist auch mega nett und der war gestern im Sink zum Beispiel und dann habe ich ihn abends wieder gesehen, weil er dann auch da beim Club, in einen anderen Club gegangen ist.
Und es ist einfach so lustig, weil in L.A., man sieht so viel, selbst Dan war auch mega, er ist ja von so überhaupt nicht beeindruckt. Und ich war so, oh mein Gott, das ist der und der. Der so, oh, okay. Und dann aber kam irgendwelche Basketballspieler dabei, natürlich schon beeindruckt. Er so, boah, krass, mein Lieblingsbasketballspieler. Ich so, ja, das ist L.A. Also hier sieht man wirklich sehr, sehr viele Leute, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Und ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so ein Fan, aber ich finde das irgendwie trotzdem immer spannend. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich finde das schon immer interessant, dann so Leute in echt zu sehen. Ich glaube, das ist bei manchen so, wenn sie mich dann quasi in echt sehen, dann geht manchen von euch ja auch so, dass ihr sagt, oh, viel kleiner oder irgendwie manche sagen hübscher, manche sagen hässlicher oder dicker oder was weiß ich. Oder genauso. Aber ich finde es trotzdem immer lustig, dann die Leute auch in echt zu sehen. Haben wir gestern einige gesehen. Es war super interessant, die Leute zu beobachten. In der Bar dann haben wir bestimmt noch eine Stunde gesessen und einfach Leute beobachtet, die so daher hin und her gelaufen sind. Da waren so auch Leute, die Autogramme wollten. Es war einfach mega interessant zu beobachten. Und dann hatte ich noch einen Freund geschrieben von mir, der Promoter ist. Und der macht nämlich die Tao-Gruppe da. Und der war noch im Tao-Essen und sind sie in der Highline-Club gegangen. Das ist direkt daneben dem Avenue. Und dann sind wir da auch noch kurz rein. Und es war auch mega voll, aber wir sind dann irgendwie nur eine halbe Stunde da gewesen und dann sind wir gegangen. Also im Endeffekt war ich gar nicht auf der Revolve Party. Ja, hat sich richtig gelohnt. Dann war auch ein bisschen genervt. Also einfach ist es schon nervig, finde ich, wenn man irgendwo eingeladen ist quasi und ne, dann, dass sich nicht mehr darum gekümmert wird, dass man irgendwie reinkommt oder so. Das ist einfach ein bisschen nervig. Ich glaube, das geht jedem so, kennt man auch aus Deutschland. Das ist halt manchmal so, manchmal ist ja irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, und über sowas redet halt niemand, weil natürlich sich keiner das verscherzen möchte mit gewissen Marken und so. Aber ich habe es auch jetzt nicht öffentlich gesagt, aber ich erzähle es euch jetzt schon, weil warum soll ich jetzt erzählen, ja, ich war auf der Party und nachher war ich es gar nicht. Aber ich war auf einer anderen. Ja, dann sind wir nach Hause. Wir sind relativ früh nach Hause, so gegen 2 oder so oder 1:30. Und dann haben wir noch Stranger Things zu Ende geschaut. Wir haben jetzt die erste Staffel zu Ende geschaut. Ich weiß nicht, ob wir die zweite Staffel schauen. Die erste fand ich schon echt gut. Aber ich glaube, die zweite interessiert mich jetzt nicht mehr so, ehrlich gesagt. Aber schaut sie euch an, das ist eine coole Serie, wie man auf Netflix. Man guckt, ist schon interessant, vor allem, wenn man die 80er liebt und da aufgewachsen ist. Da macht es schon Sinn. So, und jetzt haben wir uns fertig gemacht und jetzt gehen wir zum Earth Café, auch immer eines meiner liebsten Lunch-Restaurants hier in L.A. Auch super hip und da seht ihr auch mal ganz, ganz viele Leute, wenn es euch interessiert. Und da werden wir jetzt Mittag essen. Ich gehe dabei hin, weil das Essen einfach geil ist. Und wir treffen uns mit dem Manager von Sir the Baptist. Mit dem habe ich mich schon mal getroffen. Die Carina, als Followerin von mir, die hat mich nämlich damals mit ihm bekannt gemacht. Und die ist anscheinend auch da. Das heißt, ich werde eine von euch treffen. Ich freue mich schon mega. Und ich finde das immer cool, wenn man so mit Leuten Kontakt hält und ja, sein Netzwerk ausbaut. Und mal schauen, vielleicht kannst du ja nochmal ein neues Intro für unseren Podcast machen. Das hat er schon mal gemacht gehabt. Aber das passt jetzt halt nicht mehr, weil wir den Namen geändert haben und alles. Und der ist auch bald auf Deutschland-Tour oder auf Europa-Tour, glaube ich, am 13. November. Und ja, auf jeden Fall treffen wir uns jetzt mit denen. Deswegen, auf geht's. Und heute Abend gehen wir noch essen mit Jesse und seiner Freundin. Das ist auch einer von den Wolves. Und ja, dann erzähle ich euch mehr. Aber jetzt habe ich erstmal genug gelabert. Also ich hoffe, euch langweilt das nicht, wenn ich so Labersequenzen hier reinmache. Lasst mich das auf jeden Fall wissen und sagt auch, hey, das interessiert mich gar nicht. Oder hey, mega spannend, erzähl mehr darüber. Ja, ansonsten bis später, ne, ihr Lieben. Tschüssi. Hallöchen, ihr Lieben. Ich ziehe das Licht ein bisschen besser. So, ich habe mich gerade wieder angezogen. Ich laufe hier rum. Mein Party-Outfit, aber ich habe nichts anderes. Deswegen hier. Ein süßes Rüschenobertop mit einem Lack-Lederrock, der mich ein bisschen an Pretty Woman erinnert. Aber hey, ist ja wieder innen gerade. Und mein Overknees. Das sind tatsächlich meine bequemsten Schuhe. Ja, all black, ne, heute. Wir gehen jetzt ins Hyde. Das ist ein Restaurant/Nachtclub. Da war ich auch schon öfter. Der ist echt ganz cool. Gefällt mir, weil das ist so ein bisschen wie so ein... ist nicht so ein richtiger Club-Club, ist eher so Wohnzimmer-Style. So alles dunkel und viele Tische und eher so entspannter. Und heute ist Hip-Hop. Ich glaube, Freitag ist mal Hip-Hop-Nacht. Haare mache ich wahrscheinlich noch auf. Ich habe die nur gerade hochgemacht, damit die ein bisschen mehr Volumen bekommen. Ja, wir gehen jetzt erst essen mit Jesse und seiner Freundin. Und dann... ich habe Jesse noch nicht persönlich kennengelernt. Ich kenne ihn nur über YouTube quasi. Nicht der aus New York. Also doch, der kommt auch aus New York. Aber es ist nicht der, der so krass viele Follower hat auf YouTube. Nicht, dass jetzt das denkt oder so. Aber ein super netter Typ. Der ist auch mega spirituell. Deswegen bin ich richtig gespannt, mich mit ihm zu unterhalten. Weil der ist, glaube ich, auch voll so mit Sternzeichen und Mondzirkeln und Lebenszirkeln und keine Ahnung was. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Und der hat eine Freundin, die kommt auch mit. Also werde ich sie auch kennenlernen. Dann quasi gehen wir im Hyde essen und dann direkt danach in den Club. Also in den High Club. Und ich bin mal gespannt, wie das heute wird. Gestern war ja ein bisschen fail, was das Club angeht. Ich hatte vorhin so einen kleinen Durchhänger. Ich bin auch immer noch nicht so wieder so ganz
mega happy, gut drauf. Ich kann es euch ja auch gar nicht so ehrlich gesagt genau sagen. Zum einen ist es einfach tatsächlich anders, mit einem Partner hier in der Welt zu sein, als mit einer Freundin oder wie zum Beispiel mit Xenia. Es ist einfach ganz anders, weil wir immer Bilder gemacht haben, weil ich sie tausendmal fragen konnte, weil wir uns gegenseitig immer fotografiert haben. Wir zusammen feiern waren, wir zusammen einfach mega spontan waren. Wir waren zum Beispiel vorher noch eingeladen auf ein Movie-Screening von dem neuen Superheroes-Movie oder so, aber ich konnte jetzt halt nicht wegen heute Abend und so. Und es ist einfach für mich eine Umstellung quasi, mit einem Partner hier zu sein. Und ich sage nicht, dass es schlechter ist oder so, aber es ist einfach anders. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen, weil es für mich einfach was Neues ist. Aber daran liegt es gar nicht. Es war eher so eine Mischung aus allem und irgendwie dieses, ich weiß nicht, in L.A. ist einfach, wir haben jetzt schon öfter darüber geredet, ich werde glaube ich nochmal ein extra Video drüber machen, so was ich von L.A. denke und was mich an L.A. fasziniert, aber auch gleichzeitig stört oder, nee, eigentlich fasziniert, im positiven wie im negativen Sinne ist. Es hört sich so blöd an, aber ich bin wirklich niemand hier in L.A., ne? Und ich bin auch jetzt in Deutschland ja nicht wirklich jemand. Ich muss aber mit euch nochmal in Ruhe drüber reden. Aber es ist schon so ein bisschen demotivierend teilweise, wenn man so viele Leute sieht, die so alle so krass durchtrainiert sind, so hübsch sind. Klar, auch viel operiert und so, aber einfach, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so nicht mal fehl am Platz, weil ich liebe L.A. und so. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie gerade ein bisschen, habe ich eine Depri-Phase. Keine Ahnung, ist eine Mischung irgendwie aus vielen, glaube ich. Aber ich bin gerade nicht so zufrieden mit mir selber. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund. Das ist ja oft so, dass man mit sich selber nicht so zufrieden ist und das dann auf andere Dinge projiziert. Und im Endeffekt, ja, muss ich da einfach an mir arbeiten. Aber gut, das wollte ich euch nur erzählen. Und jetzt brauche ich noch eine Jacke, glaube ich, irgendwie. Und wir hören uns später. Guten Morgen, ihr Lieben. Ein neuer Tag in L.A. Wir haben Samstag, wenn ich mich nicht irre. Another Tag, it's another day. Ja, yeah, exactly. Dan versteht mittlerweile schon ein bisschen Deutsch. Ich habe mich angezogen, ein neues Outfit. Seht ihr dann auf Instagram, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr das Video seht. Heute ist der erste sonnige Tag, Leute. Wie geil ist das hier? Schaut euch mal dieses schöne, guck mal, der Pool hier, der Ausblick ist der Hammer. Blauer Himmel. Mega geil. Wir waren gestern im Hyde, was essen und dann noch im Club quasi danach. Ich muss sagen, ich habe schon bei Instagram geschrieben, ich fühle mich mittlerweile, ich wurde gefragt in einer der Real Talk Videos, ob ich mal darüber reden könnte, ob ich mich auch mittlerweile so alt fühle. Auch so Sachen wie Falten, aber auch so Sachen wie, dass man nicht mehr so Lust hat rauszugehen, feiern zu gehen. Und ich muss echt sagen, Dad und ich waren uns beide einig. Feiern macht einfach mehr Spaß als Single, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist, oder es gibt immer noch Mädels oder Jungs auch, die wirklich gerne mit ihren Freunden feiern gehen. Ich auch ab und zu. Also zum Beispiel mit Sophia oder Xenia gehe ich auch super gerne feiern, weil das sind einfach Mädels, mit denen kann ich geil tanzen und feiern und das macht Spaß und passt das auch. Aber so, ich finde, ich war noch nie so ein Mädel, was mit einem Freund gerne feiern gegangen ist. Ich finde, das ist einfach irgendwie, da mache ich halt lieber was so zu Hause oder rede oder gehe schön essen oder mit Freunden was trinken, dass man sich unterhalten kann. Aber ich weiß nicht, ich habe früher die Clubs geliebt in L.A., ne? Mittlerweile bin ich da echt eher so, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe es schon alles mitgemacht. Ich bin auch schon 28, Leute, ne? Also irgendwann ist auch mal gut. Aber wenn ihr Single seid oder auch wenn ihr einfach nicht Single seid, aber einfach Bock habt zum Feiern, macht es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung in L.A. Und es macht schon Spaß. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Aber ich war gestern einfach irgendwie nicht so in der Stimmung. Aber ich hatte auch gestern generell nicht so guten Tag. Habe ich euch schon erzählt. Aber heute bin ich besser drauf. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Wir gehen jetzt erstmal zum Toast was essen. Das ist auf 3rd Street. Dan schreibt gerade noch mit Jesse und Josie. It's Jesse and Josie, it's cool, they have like JJ. Alright, Denise, let's go. Toast, es ist so krass voll hier. Wir haben leider noch einen Tisch innen bekommen, aber egal. Mein Lieblingsrestaurant hat nämlich geschlossen, deswegen sind wir hierhin. Aber die haben die gleiche Suppe, die ich sonst auch immer im Bungalow Large nehme. Das ist so geil. Und zwar ist das eine Potato, eine Kartoffel, Korn, also Maissuppe. Und die Salier. Und dann hat das Toast bei mir. Das ist good. The food looks amazing. Ihr Lieben, wir sind jetzt hier in der Beverly Mall und gegenüber ist das Beverly Connection Center und hier sind richtig geile Shops. Also wenn ihr shoppen gehen wollt, zum Beispiel hier ist Saks Fifth Off, das ist einer meiner liebsten Läden, weil da kriegt ihr so Designer-Sachen echt günstig und teilweise 50-70% günstiger. Aber ihr habt mir nach Shopping-Tipps gefragt, also wirklich, Beverly Mall ist super in L.A. und dann
das Beverly Connection mag ich auch sehr gerne. Und dann natürlich sowas wie Ross. Da ist auch alles drin, TJ Maxx, Ross, all diese Sachen. Also. Und was auch noch geil ist, ist natürlich The Grove zum Shop. Und da kann man auch, gibt es auch noch ganz viele verschiedene Läden, wo ihr natürlich einkaufen gehen könnt. Also ihr Lieben. Und hier in der Beverly Mall gibt es alle möglichen Shops. Aber ich habe ja auch schon gesagt, wo ihr sonst noch shoppen gehen könnt, ist 3rd Street, Beverly und vor allem Melrose Avenue. Das liebt Daniel und Fairfax, das ist auch super zum Shoppen. Also es gibt genug Möglichkeiten und schaut mal, hier habt ihr einen richtig schönen View above LA. Zeig ich auch nochmal ganz kurz. Richtig nice. Da hinten ist Downtown. Da so theoretisch. Und da sind die Hills. Und das ist das Hollywood-Zeichen. Seht ihr das? Wir gehen jetzt shoppen. Dann hat schon wieder einen Sneaker-Store entdeckt, ey.